Gerardo Seoane. Herzliche Gratulation zum 77. FIFA Youth Cup, den ihr gestern gewinnen konntet. Wie blickst du auf das Turnier zurück? Zuerst einmal danke. Es war eine grosse Freude für uns. Wir sind extrem stolz. Stolz auf die Jungs, auf die Mannschaft, die wirklich zwei Tage auf Hochtouren gelaufen ist. Also wir blicken auf zwei sehr schöne Tage zurück. Sehr gut organisiert, sehr gutes Teilnehmerfeld, international gut besetzt. Erfreulicherweise mit zwei Schweizer Mannschaften im Finale, was eigentlich für eine gute Nachwuchsförderung in der ganzen Schweiz deutet. Persönlich sehr zufrieden mit der Mannschaft. Vor allem haben wir über die beiden Tage sehr konstant können spielen. Und es erfreut uns natürlich, dass wir am Schluss mit dem Titel heimfahren können. Gibt es deiner Meinung nach Aspekte, die man vielleicht im internationalen Vergleich noch ein bisschen nahe ist? Oder gibt es sogar Aspekte, die man voraus ist, die Konkurrenz auf nationalem und internationalem Parkett? Ja, es war sehr interessant zum Beobachten. Verschiedene Philosophien, Spielphilosophien, Ausbildungsphilosophien. Ich denke, dass die Schweizer Mannschaften sehr gut ausgebildet. Wir sind sicher im taktischen Bereich sehr gut ausgebildet. Wir verfügen vielleicht über weniger Einzelspieler, die den Unterschied machen können, wie vielleicht eine Mannschaft wie Benfica Lissabon, die wirklich den einen oder anderen Ausnahmen können, drin hatte. Aber wir befinden uns in einem Mannschaftssport. Von dem her müssen wir das anders kompensieren, wenn wir weniger Ausnahmetalent haben. Und ich glaube, so Spieler, wie auch gestern ausgezeichnet worden sind, die sich vor allem durch gute Mannschaftsleistungen und auszeichnen, sind sehr gefragt heutzutage. Hast du das persönlich erwartet, dass man neben dem Turniersieg noch den besten Spieler und den besten Goalie können stellen? Für uns vom Staff ist das eine Zusatzanekdote vom Turnier. Uns befriedigt eigentlich viel mehr, dass die Mannschaft so zusammengewachsen ist, dass einzelne Spieler Verantwortung übernommen haben, dass einzelne Spieler, wo wir auch ein bisschen mehr im Fokus gesehen, mit dieser Drucksituation können umgehen und daran wachsen, dass nachher zwei Spieler die individuellen Titel geholt haben, ist schön, aber ist sicher nicht das Wichtigste. Gibt es da Massnahmen, die du triffst? Es ist ein Prestige-Erfolg, dass die Herren am Boden bleiben? Ja, das gibt mit Sicherheit eine Aufarbeitung des Turniers. Einerseits mal klar aufzeigen, wieso haben wir gewonnen. Es ist mir immer wichtig, den Spielern auch zu darlegen, was die Gründe waren, dass wir so erfolgreich waren. Und bei diesen Gründen ist sicher ein Haufen Demut, Bescheidenheit, unglaubliches Engagement, unglaublicher Siegeswille. Hungrig sind die Spieler gewesen. Das ist sicher etwas, wo man ab und zu den Schweizer Spielern nicht so nachsagt, dass die Deutschen eigentlich uns dem voraus sind. Und das habe ich jetzt gestern gefunden, das ist überhaupt nicht so gewesen. Alle Schweizer Teams sind extrem geladen gewesen, extrem hungrig. Und ich denke, das sind wichtige Attribute, die man den Spielern weiterhin muss vermitteln. Wie geht es für dich und deine Mannschaft weiter bis zum Saisonende? Ja, jetzt das Spiel vom Wochenende ist auf den Dienstag verschoben worden. Ich denke, das macht Sinn, damit dass die Spieler von diesen zwei strengen Tagen sich ein bisschen erholen können. Wir haben noch gute Matches, wo wir bis zum Schluss erfolgreich bestreiten wollen. Aber im Nachwuchsfußball geht es ja primär nicht ums Resultat, es geht immer um die Ausbildung. Das heisst, heute haben wir bereits wieder ein Training, wo es um Regeneration geht. Selbstverständlich haben wir immer blicken wir mit dem einen Auge immer aufs Turnier oder auf den Match, aber entscheidend ist die tägliche Arbeit, weil es geht ja immer darum, den Spieler täglich weiterzubringen.